Freunde, willkommen zurück. Ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal mit und zeig so, was ich so mache. Ja, heute steht eigentlich nicht viel an. Ich war heute Morgen in der Stadt beim TÜV wegen Führerschein und so weiter. Es ist jetzt auch nicht mehr wirklich so morgens. Es ist schon 16 Uhr noch was. Keine Ahnung, irgendwas mit 16 Uhr. So 16.15 Uhr oder so. Ich nehme euch mit, was ich heute so mache. Heute werde ich auch mal wieder Livestream, Digga. Gucken, was heute noch so geht. Ich nehme heute auf jeden Fall mal mit. Sollen wir überlegen, was man hier noch machen kann am Setup. Generell, so sieht übrigens mein Setup zurzeit aus, ne? Wenn man das mal so anschaut, so ein paar Leute, die ich übel feier, hier Monte natürlich, Digga, ein paar Autogrammkarten. Hab auch noch welche hier liegen, zwei Stück. Ich weiß nicht, Digga, noch bin ich unzufrieden. Hier muss auf jeden Fall noch ordentlich was gemacht werden, Freunde. Ihr seht, hier ist aktuell keine Playstation am Start oder so. Ja, die kommt nachher auf jeden Fall wieder. Deswegen werden wir auch heute Livestream, ich weiß noch nicht was. Ob God of War, Minecraft, mal gucken. Ja, Mann, mal gucken, was nachher noch so geht, Digga. Auf jeden Fall ein bisschen Livestream, Bruder. Ich habe übel Bock heute Livestream. Das LED-Stück können wir noch übrigens machen. Ich mache das mal eben anfangen. Ne? Freunde, Thema Kamerastativ habe ich mir jetzt einen abgebrochenen Besenstiel geholt, Digga. Und noch eine Eisenstange dran gehauen. Ich kann mir jetzt hier hinten. Oh nee, ey. Sieht der ganze Lachs aus. Bisschen reingeschissen. Mir ist das hier mal abgerissen. Hier. Das hat schon mal nicht geklappt. Mir ist hier gerade die ganze Bude weg auseinandergeflogen, Digga. Auf jeden Fall, die Konstruktion werde ich da jetzt irgendwie befestigen, Digga. Auch wenn ich es mit Klebeband machen muss, scheiß drauf, Digga. Das sieht jetzt so richtig behindert aus. Da kommt eh ein Fernseher vor. Ein bisschen zu hoch. Am Ende werde ich hier das Kamera, Freunde, werde ich die hier irgendwie hinhängen. Irgendwie, wenn ich das gebacken kriege. Hier wäre perfekt, ne? Wenn ich dann so von oben mit Hintergrund und man sieht mich komplett. Boah, diese schwarzen Flecken, ne? Ich muss hier irgendwas machen. Streichen habe ich gar keinen Bock. Habe ich ja letztens erst schon gemacht. Letzten Sommer, Digga. Wie gesagt, so ein kleines Making-of, aber ich zeige euch dann, wenn es fertig ist. So ein Dolly, ey. Komm, ich hab die Autogrammkarte gefreut, Digga. Ach, Digga. Leck mich doch am Arsch. So, der Fernseher ist jetzt hier am Start. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe das umgebogen. Hier wieder alles mit Tape. Ich hoffe, das Ding fällt hier nicht um. Ey, das ist eigentlich für ein Kamerastativ selbst gebaut. Richtig cool geworden, Digga. Die Kamerawinkel muss ich nachher dann nochmal gucken. Aber das ist die Kamera hier nimmt ja auf. Und die sieht halt dann hier. Und ich sitze ja hier, wo ich auch nochmal einen kleinen Rage haben will, Digga. Diese Marke hier. Ja gut, ich zeig's jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall eine recht teure und bekannte Marke. Es ist nicht original Apple. Keine Frage, Digga. Dieser scheiß Adapter, ne? Hat 25 Euro gekostet, Digga. Die Pisse funktioniert nicht. Einmal hat es funktioniert, als ich im Fitnessstudio war. Ja. Allein der Witz, dass ich ins Fitnessstudio gehe, Digga. Ich muss sagen, Digga, der Kamerawinkel gefällt mir recht gut. Muss ich sagen, hier auch perfekt. Profi. Digga, einfach Profi. So, am Ende sieht es dann auch so aus. Das stört mich halt jetzt hier, dass das ein bisschen gerissen ist, Digga. Was willst du machen? Aber sieht cool aus von der Optik. Relativ gleicher Abstand. Habe ich auch ein bisschen Hilfe hier mit den Rillen. Ist schon cool, wenn man sowas aufhängen kann. Ende nervt mich gerade ein bisschen, ne? Aber coole Optik hat das auf jeden Fall. Ne? 400 Riemen Autogrammkarten vom Monte, Digga. Dazu noch das Plakat, was dann auch schon richtig Arsch ist, weil ich das auch ein paar Mal abgehangen habe. Und das hier ist so richtig dünn. Ich sage, rauf damit. Ne? Aber hier. Voll vergessen, dass das so groß ist, Digga. Kannst du dann raus, wenn der da drauf steht. Ist auf jeden Fall viel weniger Platz und die Kamera ist auf jeden Fall auch nur so. Jetzt räume ich hier ein bisschen weg. Schließ ein bisschen an. Ja, da. Angeschlossen der Aal. Die Speicherkarte wird hier liegen bleiben. Hier die Dinger können wir wegschmeißen. Das werden wir jetzt verlegen und ein Langkabel werden wir jetzt hier verlegen. Halt soweit alles ready. Speicherkarte. HDMI, Kamera, Netzkabel, LAN-Kabel, hier auch
Fernbedienung, die Ehrenwerte. Machen wir mal rot. Sieht auch ganz fresh aus mit blau. Aber ich mache es meistens grün oder lila, Digga. Es sieht jetzt hier auf der Cam recht blau aus, also machen wir so, das sieht schon mehr lila aus. Na gut, würde ich sagen, holen wir die PlayStation, hauen die her und schmeißen die gleich schon mal. Let's go, Bruder. So, ist das Ding wieder hier. Hauen ins Ding. Das Ding da dran. Das Ding kommt hier. Standardgerät in den Fritz. Da sind meine Spiele dran. Und dann, Bruder, lass ihn bauen. Ne, ich denke, der findet den jetzt nicht. Obwohl, doch, hat er sogar. Ne, ist mit dem Handy verbunden. Muss ich nur mit der PlayStation connecten. Ist belastend. Seht ihr? Oh, das Ladekabel, den gerade gib ihm. Oh. Köstlich. Hier jetzt sind am Laden. Schönste Hintergrund ever, Digga. Das mache ich jetzt kurz. In alter Frische wieder online. Ich habe jetzt Bock auf Minecraft, Digga. Wir werden eine Überlebenswelt für den Stream starten. Gucken auf jeden Fall gleich, wie die Kamera oben ist. Auf jeden Fall weiter nach unten und ein bisschen weiter nach links. Dann schmeißen wir den ganzen Schlüssel an, Digga. Und ich habe Bock. Und hier, Licht ist jetzt lila. Der Gaming-Ecke wird jetzt auch finster. Nein, Spaß. Ich lasse das an, damit man mich dann sieht. Ich schmeiße jetzt den Stream an. Ich habe mich noch relativ gut vorbereitet. Habe mir noch eine lange Hose angefetzt. Ne? Also angezogen. Ich bereite mich jetzt hier auch nochmal gerade vor für den Stream und hau eine Heizung an. Auf jeden Fall, Freunde. Ja. Ich chill mich jetzt hier noch her und schmeiß da den Stream an. Wir sehen uns gleich wieder vorne. So, Freunde, wir haben jetzt auch 22.15 Uhr auf dem Punkt, Digga. Livestream war ganz geil. Wir hatten kurzzeitig auch mal 8 Zuschauer und lang auch immer so 6 bis oder 3 bis 6 Zuschauer, aber auf jeden Fall richtig geil. Auf jeden Fall danke an jeden, der abonniert hat heute und der dabei war. Hat mich richtig gefreut. Und wie im Stream angekündigt, Freunde, ich lade hier gerade, warte, ich zeig's euch. Fallout 76, oder? Ist ja zurzeit kostenlos. Ihr kennt mich, ich mache gar kein Auge. So, Freunde, es ist schon relativ spät jetzt. Wir haben es jetzt 23.27 Uhr. Ich bin auf jeden Fall gut dabei. Oh, warte mal hier, geil, mich gerade ein Creeper. Da unten ist der Wichser. Auf jeden Fall sieht es richtig gut aus. Ich habe ein bisschen was abgelegt. Ich habe neue Werkzeuge. Meine Werkzeuge sind fast alle im Arsch. Ne? Das sperrt er. Auf jeden Fall, ich werde so ein bisschen weiterfahren. Ich habe auch schon was richtig Cooles gebaut. Das zeige ich morgen im Stream. Ja, mein Freunde, dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt weiter. Und dann sage ich euch nachher nochmal Bescheid, was so abgeht. Es ist 1.40 Uhr. Ich ziehe jetzt durch, Freunde. Heute war ein langer Tag mal wieder. Auf jeden Fall, Freunde, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Egal ob Livestream oder Video, Jungs. Würde ich sagen, ziehe ich durch. Jetzt kommt ein krasses Outro. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, Digga. Ciao. Das war der schlechteste Abschluss, den ich hier gemacht habe.